Weiter geht's mit Let's Play Jack and Dexter, The Precursor Legacy, Part 9 von mir auf 94. Im letzten Part sind wir, haben wir die Kanone zerstört, die dafür eingesetzt wurde, das dunkle Echo freizusetzen. Und jetzt müssen wir mal kurz hier überleben. So. Und hier war ja noch so ein Echo-Dings. Ich wusste gar nicht, was das ist. Rotes Echo? Rotes Echo verstärkt deine Angriffe. Okay. Vielen Dank für den Tipp. Komm ich hier bestimmt jetzt? Jo. Guck auch hinter dich. Wir wissen doch noch, was das letzte Mal hier drinnen passiert ist. Okay, das heißt wohl, dass hier dann weitergeht. Dann gehe ich jetzt... Na? Ich wollte schon das Ding aufsammeln. Okay, nein, das wurde nichts irgendwie. Aber da ist ja auch nochmal so ein Teil. So. Aber das hörte sich wirklich sehr so an, als würde hier gleich ein Bossgegner kommen. Okay, der will da oben aufs Maul. So. Fliege Nummer 3. Hey, geht ja echt toll voran hier. Nicht. Ja, weiter. So. Schlag diese Knochen weg! Na, super. Warte, und mit dem bisschen Echo soll ich jetzt bis da ganz hinten kommen? Ha. Wenn die meinen. Na, einmal bitte Kamera. Oh, sehr schön. Dankeschön. So. Jetzt muss ich in irgendeine Richtung gehen. Da war ja kein Durchkommen mehr. Das heißt, wir müssen wieder in die Richtung und zurück. Ja. Kommt hin. Da hinten ist dieses Hoverbike-Dings. Machst du das Ding auch kaputt? Nein, anscheinend nicht. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich das Hover-Dings benutzen soll, aber benutzen wir es einfach mal. Lass uns diese Ballonlurker umpflügen und Kleinholz aus ihnen machen. Okay. Ist noch einer. Na, Mistvieh. Na, sehr schön. Und der letzte, dem folgen wir einfach mal. Und noch ein paar Orbs. Na. Ja, komm. Ich glaube, jetzt wisst ihr, warum das scheiße war für mich, ne? Rampe nehmen, okay. Na, einen verpasst. Eklig. Und da war, glaube ich, noch eine Energiezelle. Boah, und der Controller vibriert die ganze Zeit. Das ist richtig eklig. Vor allem, wenn ich vom Gas runtergehe. Stopp. Sehr schön. Nee, hier will ich noch nicht runter. Lieber hier. Na, no, ehrlich. Das war das? Okay, Flamme. Aber da hinten war noch einer. Noch mehr? Ja, da ganz hinten. Ach ja, das wird noch lustig. Wir dürfen jetzt hier erstmal noch ein bisschen rumfahren. Da ist ja noch einer. Wo kommt ihr denn alle her? Okay. Jetzt haben wir sie zumindest.
Ja. Steuerung. Oh, ist ja echt eklig manchmal, ne? So. Und wo war jetzt noch... Ach ja, da hinten bei der Rampe waren noch Orbs und... Mit Viereck ist Bremse? Warte, mal austesten. So, ohne Bremse. Und mit Bremse. Jo. Kreis ist auch Bremse, okay. So, packen wir uns den mal kurz. Und dann geht's auch weiter. Beziehungsweise, nochmal hier lang. Weiterminen abzuwerfen. Sie haben die Gewässer um unser Dorf schon seit Wochen unsicher gemacht. Bringt euren Zuma zurück zum Transpad und ich teleportiere ihn wieder hierher. Was soll denn das? Nee, du kriegst den Zuma jetzt noch nicht. Pech gehabt. Geht doch. So, haha, 69. Und letzter Energie-Dings. Ah. Vor allem, ich weiß nicht, müssen wir gleich 20 abgeben oder sagt die einfach nur, ja, hey, sammelt die mal und backt euch ein Eis. Und sobald ihr die 20 gesammelt hast, dann mache ich das erst fertig. So, wie mit... Ja, wenn das 1000 Likes bekommt, dann kriegt er eine Operation. Vorher nicht. Ist eh das Beste. Meine Füße sind scheiße kalt. Auch wenn die zugedeckt sind, schon die ganze Zeit. Hat sich das... Nein, das hat sich nicht gereimt. Oh, ich sollte doch kein Rapper werden. So, vielen Dank. Jetzt... Klatsch auf Fresse. Da kamen wir her und da wollen wir lang. Denn wir haben ja noch nicht alles. Ja, 41 fehlen uns noch. Da fehlt uns sogar noch ein bisschen mehr. Die Muse zurückbringen? Ja, okay, die kriegen wir dann ja später. Spähfliegen und noch zwei. So. Und einer lag ja einfach so hier rum, irgendwo. Müssen wir mal gucken. So, das ist ja der Weg, den die Muse gehen wollte. Achso, hier kann ich einfach drin laufen. Okay. Kann ich nur nicht springen, wie es aussieht, ne? Nicht so hoch, genau. Deswegen ist das hier auch da. Na. So. Nächste Spähfliege. Überhaupt diese Logik. Also von diesem Sprung gerade. Ich finde das so gut. So, weiter, weiter, weiter. Jetzt über das Skelett. So. Und, ja, Uhr sagt 8 Minuten. Ich hoffe, ich kommentiere das gerade nicht zu langweilig, wobei ich sehr stark das Gefühl habe, als wäre dem so. Ja, nicht in den Nebel unter uns. Ich glaube nämlich nicht, dass wir es da noch zurückschaffen. Welcher Nebel? Ist hier. Welcher Nebel? Achso, der Nebel. Okay. Kein Ding. Ich weiß gerade nicht, wohin ich mit dem Zeug dann gehen soll, wenn ich das gesammelt habe. Egal, erstmal umgucken und dann holen wir uns das Echo-Zeug, ne? Ist, glaube ich, relativ schlau. Ja, sicher. Nein, wo bin... Na. Oh. Na toll. Jetzt können wir erstmal noch ein bisschen rennen. Egal, ich versuche mich ja zu beeilen.
Und ich denke mal, dann werde ich auch so langsam Cut machen. Denn irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass so langsam der Saft raus ist. Das war gar nicht zweideutig. So. Gut, dann packen wir uns das jetzt direkt. Pech gehabt. Ich weiß zwar nicht wohin damit, aber scheiße. Mann, mehr Save Points. Na. So. Und außerdem, als wir da die Kanone zerstört haben, hat sich ja der Opa wieder gemeldet. Und so wie der geredet hat, das hat sich übelst sarkastisch angehört. Oder ironisch. Gut. Erstmal doch zu Fuß lang gucken, also langsam. Sehr gut. Ach, die gehen direkt alle drei kaputt, wenn ich da drauf gehe. Ja, natürlich. So, geht doch. Boah, wäre ich jetzt da runtergefallen, ich hätte das Spiel so gehasst. Ah, wunderbar. Ha! Ich kleiner Cheater, ich. Kann ich hier runter? Nein. Ah, hier kann ich runter, ne? Auf gut Glück. Gut, ich wollte jetzt ungern nochmal Viereck drücken, ansonsten wäre ich vielleicht irgendwo hingeflogen, wo ich nicht wollte. Zum Beispiel da in diese Kiste. Sehr gut. Achso, diese Mitte hat einfach mehrere Eingänge, okay. Mehr ist das nicht. Hol das rote Echo! Okay, das ist praktisch. Oh Gott, Mann, ich habe so Schiss, dass ich hier irgendwie runterfalle beim Schlagen. Ich nehme. Fuck! Da hätte ich nämlich voll keinen Bock drauf. Aber so ist das natürlich noch schlauer. Oh, nee. Ist echt eklig. Gut, nochmal hin. Dann haben wir es auch gleich. Hoffe ich mal. Ja, geil. Gut, gehen wir einfach den Weg hier. Geht ja auch, ne? Aber hier sind noch ein paar... Dingsies. Orbs. So, jetzt wieder rüber. So. Und hier brauche ich das. Okay. Dann heißt es, gleich wird Parkour gerannt. Aber auch nicht gerade besonders weit. Nase. Das machen wir noch diesen Part. Und auf geht's. Und rüber. Und rüber. Oh Gott. Ha! Geschafft. Sehr schön, dann kann ich doch schon mal beruhigt schlafen um, keine Ahnung, wie viel spät ist es, 11.30 Uhr morgens. Gut, was fehlt uns jetzt noch? Eins noch, das kriegen wir dann wohl am Ende. Und Orbs haben wir auch 150, sehr schön. Hey und... Oh, nee, doch kein Nebel. Oh, Fisch. Komm, friss mich! Oh, bei Ratchet & Clank sieht er aber toll aus. Da springt er so richtig raus und frisst einen dann. So, wo ist jetzt der Eingang? So. Da
Jetzt gehen wir noch schnell. Ach nee, das bringt mir ja eh nichts, wenn ich jetzt noch zum Eingang gehe. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir uns wieder hier hin und ja, beenden den Part. Na, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen. Bis dann und ciao.